Hallo, liebe Modell- und Eisenbahnfreunde. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück mit der 81. Ausgabe von Modell und Bahn. Und mit dieser Ausgabe wollen wir Sie in die Geschichte und Gegenwart der Zackenbahn entführen, die ihren Ausgangspunkt in Hirschberg, dem heutigen polnischen Jelenia Góra, nimmt. Die zwischen 1899 und 1902 erbaute Strecke über das Riesengebirge verband Schlesien mit Böhmen. Sehen Sie also jetzt Teil 1 unserer Entdeckungsreise von Hirschberg bis nach Petersdorf auf polnisch Pichowice. Das große Werk, noch ist's ein Kind. Heut tritt es ein ins Leben. So lasst uns taufen denn geschwind mit edlen Saft der Reben. Doch welchen Namen, saget an, wollt ihr dem Kinde verleihen? Wir nennen's flugs die Zackenbahn. Und Gott lass es gedeihen. Sanitätsrat Dr. Bär gedichtet aus Freude über den Bau der Zackenbahn. Wir, Friedrich von Gottes Gnaden, König von Preußen, verordnen unter Zustimmung beider Häuser des Landtages unserer Monarchie, was folgt. Die Staatsregierung wird ermächtigt zur Herstellung von Eisenbahnen und der durch dieselbe bedingten Vermehrung des Fuhrparkes der Staatsbahnen, und zwar zum Bau einer Eisenbahn von Hirschberg in Schlesien oder einem in der Nähe belegenen Punkte der Bahn Kohlfurt-Glatz nach Petersdorf die Summe von 1.050.000 Mark bereitzustellen. Und hier beginnen wir die Reise in die wechselvolle Geschichte der Zackenbahn, die ihren Ausgangspunkt in Hirschberg, dem heutigen Jelenia Góra, nimmt. Sie führte vom ehemals preußischen Hirschberg bis nach Grüntal, der ersten Station hinter der Landesgrenze zu Österreich. Die zwischen 1899 und 1902 erbaute Strecke über das Riesengebirge verband Schlesien und Böhmen. Der Bahnhof der Stadt wurde schon 1866 eröffnet und entwickelte sich bald zum wichtigsten Anlaufpunkt für Reisende und Ausflügler in die Gebirgsregion. Durch zahlreich neu einmündende Strecken nach Hirschberg stieß der alte Bahnhof rasch an seine Kapazitätsgrenzen. Ein Umbau des Bahnhofs wurde zwingend notwendig. Neben einer Überdachung der Inselbahnsteige mit Unterführungen zum Empfangsgebäude wurde der Reisekomfort durch einen neuen Wartesaal erweitert. Ein Neubau der Gleisanlage für die Zackenbahn mit Anbindung an die Hauptgleise der Fernbahn nach Görlitz oder Berlin sollte der Anschluss verbessert werden. So konnten Kurswagen direkt in das Gebirge weitergeführt werden. Mit einem Bahnsteig, Umfahr-, Auszieh- und einem Abstellgleis sowie einer Pendeldrehscheibe zum Umsetzen der Lokomotiven war auch ein verbesserter autarker Betriebsablauf der Zackenbahn gegeben. Das Bahnsteiggleis sollte nach Plan 28 Achsen aufnehmen können. Weiterhin entstanden Werkstätten und ein Rundlokschuppen mit Drehscheibe. Mit der fortschreitenden Elektrifizierung des schlesischen Eisenbahnnetzes nach dem Ersten Weltkrieg wurde auch Hirschberg am 21. Juni 1920 an das elektrische Bahnnetz angeschlossen. Es folgte die Elektrifizierung der Strecken nach Lauban am 15. April 1922 und weiter nach Görlitz-Schlauroth am 20. März 1924. Nach Grüntal am 15. Februar 1923 und über Schmiedeberg nach Landeshut am 9. Dezember 1932 sowie nach Krummhübel am 29. Juni 1934. Hirschberg war zentraler Bahnhof innerhalb des elektrifizierten schlesischen Netzes. Deshalb wurde auch die nötige Infrastruktur für die Reparatur und Wartung benötigt,
wie ein großer Lokschuppen mit Werkstatt für die Instandhaltung der Elektrolokomotiven. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass es schon vor dem Ersten Weltkrieg im Mai 1912 Arbeiten an der Elektrifizierung des Streckenabschnittes Hirschberg-Grüntal stattfanden, die jedoch mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 abgebrochen wurden. Der Fahrdraht wurde wieder demontiert. Ausgenommen von der Demontage war der Bahnhof Hirschberg. Ein Leckerbissen für jeden Eisenbahnfreund stellt heute die Auflistung der eingesetzten Lokomotiven, die nach oder von Hirschberg aus ihre Züge beförderten, dar. Mit der Eröffnung der Bahn kamen als erstes die C1 Dampflokomotiven der preußischen Baureihe T91 zum Einsatz. Weiterhin zeigen Bilddokumente, dass auch Lokomotiven der preußischen Baureihen T14, T16 und T16-1 auf der Zackenbahn fuhren. Zeitzeugen dokumentieren auch Testfahrten unter anderem mit der preußischen P8 auf der Zackenbahn. Die sehr störanfällige T15 wurde sehr bald wieder aus dem Verkehr gezogen. Hier eines der wenigen Bilder dieser Maschine zur Eröffnungsfahrt nach Schreiberhau. Mit der Elektrifizierung der Zackenbahn zum 15. Februar 1923 kamen dann überwiegend Elektroloks der Baureihen E50-3, 50-4 und E90-5 zum Einsatz. Gelegentlich kamen die E17 und zu Kriegsende die E44 und auch die E94 auf die Zackenbahn. Der Personenzugverkehr wurde seit der Elektrifizierung mit dem Triebwagen ET89 Rübezahl, zwischenzeitlich auch mit ET25 durchgeführt, welcher später durch den leistungsstärkeren ET31 abgelöst wurde. Auch die ET51 kamen auf der Zackenbahn zum Einsatz. Für die ET89 wurden anfangs zweiachsige Beiwagen der Klassen 2 bis 4 beschafft, sodass längere Züge bestehend aus je zwei Triebwagen an den Zugenden und zwischen ihnen bis zu 6 zweiachsige Beiwagen zusammengestellt werden konnten. Die Beiwagen wurden von der Görlitzer Waggonbau AG bzw. von den Linke-Hoffmann-Werken geliefert. Die elektrische Ausrüstung, wie Leitungen für Steuerstrom, Licht und Heizung, lieferte Siemens Schuckert. Den Fahrstrom bezog die Zackenbahn vom Unterwerk Hirschberg. Ferner wurde eine zusätzliche Speiseleitung bis zum Bahnhof Josephinenhütte verlegt. Eine Speisebezirksgrenze wurde in Petersdorf eingerichtet. Den Namen Zackenbahn bekam übrigens die Bahn durch den Fluss Zacken verliehen. Die Kamienna, wie der Fluss auf Polnisch heißt, entspringt am Kamm des Schlesischen Riesengebirges und stellt in ihrem Oberlauf die landschaftliche Grenze zwischen Riesen- und Isergebirge dar. In diesem Abschnitt erscheint der Zacken als typischer Gebirgsfluss mit starker Strömung in einem steinigen Flussbett. Bei Petersdorf, dem heutigen Pichowice am Fuß des Riesengebirges, tritt der Zacken in das weite Hirschberger Tal ein und fließt in nordöstlicher Richtung nach Hirschberg, wo er unweit des Boberviadukts in den Bober mündet. Das alte Empfangsgebäude des Bahnhofes Hirschberg präsentiert sich äußerlich seit der Eröffnung 1866 im Wesentlichen unverändert. Zwischen 2007 und 2008 renovierte die PKP das Empfangsgebäude und baute es teilweise um. Die Bauarbeiten dauerten ein halbes Jahr und kosteten 1,5 Millionen Zloty. 7 Jahre später, im Jahr 2015, begannen weitere umfangreiche Bauarbeiten. Etwa 27 Millionen Zloty wurden innerhalb von 2 Jahren investiert.
Im Rahmen der Arbeiten wurden die vier Bahnsteige sowie der Personentunnel saniert. Die Bahnsteigüberdachung wurde nach historischem Vorbild erneuert. Personenaufzüge erleichtern den Zugang zu den Bahnsteigen. Moderne Fahrgastinformationssysteme helfen, den Reisenden sich zu orientieren. Einige historische Gestaltungselemente sind trotz umfangreichen Umbaus erhalten und integriert worden und zeugen so vom Glanz der alten Zeit. Moderne Reisezüge eilen an dem seinerzeit einst für den Betrieb so wichtigen Gebäuden und Werkstätten am Gleisvorfeld des Bahnhofes Hirschberg vorbei. Sie sind nur noch Zeitzeugen und werden nicht mehr benötigt. Da, wo früher E-Loks gewartet oder auch repariert wurden, wo Dampfloks die Vorräte an Wasser und Kohle ergänzten, bevor sie sich auf den beschwerlichen Weg ins Gebirge machten, holt sich heute die Natur das Land Stück für Stück zurück. Hirschberg wurde erstmals 1281 als Hürzberg in einer Urkunde von Herzog Bernhard I. von Löwenberg erwähnt. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1740 bis 1742 fiel Hirschberg wie fast ganz Schlesien an Preußen. Nach der Neugliederung Preußens war Hirschberg ab 1816 Sitz des Landkreises Hirschberg. Die rasche Industrialisierung ist eng mit der Eisenbahn verbunden und brachte Wohlstand und Wachstum. Mit dem Eisenbahnanschluss 1866 nach Görlitz und Berlin und ein Jahr später nach Waldenburg und Breslau entwickelte sich Hirschberg zu einem beliebten Ausflugs- sowie Touristenort und Bahnknoten. Der historische Altstadtkern mit Rathausplatz, umgeben von Barock- und Renaissancehäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert, ist ein Touristenmagnet der Stadt. In den Häusern mit ihren typischen Laubengängen haben seinerzeit die wohlhabenden Bürger der Stadt gelebt. Die berühmten Laubengänge laden heute zum Bummeln durch zahlreiche Geschäfte oder Cafés ein. Am Bahnsteig 3 steht abfahrbereit ein moderner Newag-Elektrotriebzug vom Typ 45WE nach Schreiber-Hau, auf Polnisch Śląska Poręba. Diese Triebzüge, wie auch die Vorgängertypen 35WE, sind jetzt überwiegend für die Abwicklung des Verkehrs bis Schreiber-Hau eingesetzt. Der 45WE erreichte im August 2015 bei einer Messfahrt eine Geschwindigkeit von 226 km/h. Okay, ganz so schnell geht es bei unserer Fahrt ins Gebirge nicht. Vor uns liegen jetzt knapp 49 Kilometer Geschichte und Gegenwart der Zackenbahn. Bevor sich der Zug in Richtung Schreiber-Hau in Bewegung setzt, noch etwas Geschichtliches zur Strecke. 1889 begann der Bau des ersten Abschnitts von Hirschberg nach Warmbrunn. Nach nur 3 Jahren und 2 Monaten Bauzeit wurde am 1. Juli 1891 dieser Streckenabschnitt bereits dem Verkehr übergeben. Die Reststrecke bis Petersdorf war dann ab dem 20. Dezember 1891 befahrbar. Zur besseren Übersicht werfen wir noch einen Blick auf das Streckenprofil und den Verlauf bis Petersdorf. Auf der Fahrt ins Gebirge bis nach Petersdorf haben die Züge auf 17 Kilometer Länge eine Steigung von nur 50 Höhenmetern zu überwinden. Die Strecke verläuft, nach Verlassen des Bahnhofs Hirschberg, in einem weiten Bogen um die Stadt. Ah, Janus.
Bahnanlagen, Industriebetriebe und Siedlungshäuser ziehen vorüber. Das parallel verlaufende zweite Gleis der damaligen Schlesischen Gebirgsbahn nach Görlitz zweigt nach Überquerung des Boberviadukts nach rechts ab. Bevor wir den Viadukt mit unserem Zug überqueren, noch ein kleiner geschichtlicher Rückblick. Der Bau des achtbogigen Viadukts wurde 1864 begonnen. 1866 konnten bereits die ersten Züge über die Brücke fahren. Mit der Fertigstellung des Viadukts wurde auch eine wichtige Lücke beim Betrieb der Eisenbahn im schlesischen Netz geschlossen. Am 8. Mai 1945 sprengte eine Nachhut der Wehrmacht den Boberviadukt. Erst am 30. September 1953 konnte über den wiederhergestellten Viadukt der durchgängige Verkehr aufgenommen werden. Die schwer zerstörte Brücke wurde durch eine neue Spannbeton- und Stahlkonstruktion ersetzt. Wir überqueren jetzt den Viadukt. Rechts das Gleis der ehemaligen Schlesischen Gebirgsbahn nach Lauban und Görlitz. Ihnen ging das jetzt zu schnell? Okay, dann schauen wir uns die Überquerung nochmal von einer anderen Perspektive an. Nach 8 Kilometer Fahrt erreichen wir Bad Warmbrunn. Auf Polnisch Ciplice Szłonski Strój. Das einst prächtige Empfangsgebäude spielt heute zur Zugabfertigung keine Rolle mehr. Die Ziegelfassade wurde, wie auch bei den anderen Bahnhöfen im Hirschberger Tal, mit Farbe übertüncht und verdeckt die für preußische Bahnhöfe so typische Architektur. Der Bahnhof beherbergt jetzt ein Fahrradverleih für Ausflügler. Das angrenzende Ladegleis mit Güterabfertigung hat keine Funktion mehr. Für wartende Fahrgäste wurde ein kleines Wartehäuschen aufgestellt. Bad Warmbrunn war eine Stadt, die sich bereits im 17. und 18. Jahrhundert zu einem bekannten Kurbad entwickelte. Es entstanden Kurhäuser und Hotels, ein Kurtheater sowie Parkanlagen in Erweiterung des Schlossparks. Zum Baden in den schwefelhaltigen Quellen standen das gräfliche Bad, das Propsteibad sowie ab 1827 auch das Leopoldsbad zur Verfügung. Mitte des 19. Jahrhunderts zählte Warmbrunn bereits über 5000 Kurgäste im Jahr. Bad Warmbrunn entwickelte sich als Kurstadt ab 1990 stetig weiter. So wurde der Kurpark erneuert, das Kurviertel restauriert, eine neue Therme gebaut. Die Hauptgeschäftsstraße gehört zu den schönsten Straßen der Stadt. Der repräsentative Bau, das Schaffgottsche Palais, erwarb Ende des 14. Jahrhunderts die schlesische Adelsdynastie Schaffgottsch. Das spätbarocke Schloss ist heute eine Außenstelle der Technischen Hochschule Breslau. Nach dieser kleinen Stippvisite im Bad Warmbrunn fahren wir auf der Gebirgsbahn weiter. Nach nur weiteren 5 Kilometer Fahrt erreichen wir den kleinen Ort Hermsdorf unterm Künast, auf Polnisch Jelenia Góra Sobiszów.
Der kleine ländliche Bahnhof Hermsdorf unterm Künast hatte hauptsächlich für den touristischen Verkehr eine Rolle gespielt. Eine Zeitungsannonce eines Hotels wirbt entsprechend mit dem Motiv Künast und eines Gesundheitslikörs um Gäste. Das kurze Ladegleis an der Stirnseite des Bahnhofs mit kleiner Laderampe und Spedition ist verschwunden. Der überdachte, einst wunderschöne Freiluftwartebereich ist dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen. Die berühmteste Sehenswürdigkeit von Hermsdorf ist die Burg Künast. Sie wurde im 14. Jahrhundert von Fürst Bolko II. Erbaut. Die schlesische Adelsfamilie Schaffgotsch baute die Burg in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus. Bis zum großen Brand im Jahre 1675 war die Burg Künast der Stammsitz der Schaffgotschs. Nach dem Brand wurde die Burg nicht mehr aufgebaut. Die Ruine war schon im frühen 19. Jahrhundert eine Touristenattraktion. Auch ranken um diese Burg verschiedene Sagen und Mythen. Die bekannteste Sage ist die Geschichte von der schönen Prinzessin Kunigunde, der Tochter des wohlhabenden Burgherrn. Jeder Ritter, der um ihre Hand anhielt, musste eine schier unerfüllbare Bedingung meistern. Sie würde dessen Frau werden, der in voller Rüstung auf seinem Pferd um die Burgmauern reitet. Alle kamen dabei ums Leben, da sie in den Abgrund stürzten. Nur einer, der Landgraf von Thüringen, schaffte dieses Kunststück. Er wollte aber Kunigunde nicht heiraten. Daraufhin ritt er fort und die Prinzessin stürzte sich selbst in den bergigen Abgrund, da sie die Demütigung nicht ertragen konnte. Wir verlassen Hermsdorf unterm Künast. Der Künast grüßt nochmal von oben und begleitet den Zug ein kleines Stück des Wegs, dem nächsten Ziel Petersdorf, auf Polnisch Pichowice, entgegen. Der Streckenverlauf bleibt unspektakulär. In der Ferne grüßt schon das Gebirge. Petersdorf liegt am Ende des Hirschberger Tals. Dieses Teilstück wurde am 20. Dezember 1891 dem Verkehr übergeben. Damit war die Strecke Hirschberg-Petersdorf als erstes Teilstück der Zackenbahn durchgängig befahrbar. Der Bahnanschluss war auch für die Glashütte Friedrich Heckert von Bedeutung. Dementsprechend großzügig war auch der Güterabfertigungsbereich gehalten worden. Die von Friedrich Wilhelm Heckert 1866 gegründete Glashütte war ein bedeutendes Unternehmen der Glasveredelung der Region. Zeitweise waren bis zu 200 Mitarbeiter in dem Werk beschäftigt. Die Wirtschaftskrise und Inflation nach dem Ersten Weltkrieg hatte zur Folge, dass sich am 8. November 1923 die Josephinenhütte aus Schreiberhau, die Glaswerke im Hermsdorf, die Glaswerke in Hermsdorf und die Hütte von Heckert in Petersdorf sich zusammenschlossen und eine Aktiengesellschaft mit Namen Josephinenhütte Heckert Künast Kristallwerke AG, abgekürzt JOHEQ, gründeten. Zum Sitz der Gesellschaft wurde Petersdorf gewählt und die seit 1925 zusammengeschlossenen Werke funktionierten unter dem gemeinsamen Namen Josephinenhütte. Der Bahnhof Petersdorf war Endpunkt des ersten Bauabschnittes der Bahn und Ausgangspunkt für Wanderfreunde, Urlauber oder Sommerfrischler, die über Görlitz, Laubern, Hirschberg oder Breslau anreisten,
um an die schönsten Stellen des Riesengebirges wie den Schneegruben, das Hohe Rad oder auch zum Kochelfall zu wandern. Das war also Teil 1 über die Zackenbahn, liebe Zuschauer. Im Teil 2 fahren wir weiter von Petersdorf bis ins tschechische Kořenov, dem Endpunkt der Bahn. Wir sehen uns wieder in 3 Wochen zum Teil 2 der Geschichte der Zackenbahn auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin machen Sie es gut, Ihr Frank Buttig.